Herzlich willkommen zu Urknall Welt erleben. Wir sind wieder mal zu Gast in Sonneberg anlässlich einer Lehrerfortbildung. Das passt immer besonders gut in unser Profil, weil dort erfahrungsgemäß ein bisschen tiefer geschürft wird als sonst populärwissenschaftlich üblich in solchen Vorträgen. Und heute wird uns der Wolfgang Brandner vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, er ist dort Leiter der Forschungsgruppe für Atmosphärenphysik von Exoplaneten, natürlich über eben solche erzählen. Das ganze Thema, das ist ja ein Dauerbrenner wirklich, hat er gegliedert in vier Schwerpunkte. Und heute geht's los mit der Frage, welche Tricks haben wir denn jetzt so auf Lager, um Exoplaneten zu suchen und auch erfolgreich zu finden? Ja gut, ich möchte mich auch bedanken für die Einladung. Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen. Ich habe mit Peter gestern rekonstruiert, dass ich wohl das erste Mal hier vor 30 Jahren war. Da war hier ein IAU-Symposium. Und dann, ja, hatte mich Olaf und Peter hatten mich schon mal vor 12 Jahren zu dem gleichen Thema eingeladen. Seit 12 Jahren ist das Feld aber wirklich explodiert. Also heute muss man wirklich sehr gezielt ja, auswählen, worüber man erzählt. Deshalb kann ich auch nur grob eine Übersicht geben und ich versuche dann ein paar Punkte tiefer zu gehen. Wir haben ja dieses vierteilige Programm, fangen heute an mit Exoplanetensuche. Was sind die Herausforderungen? Dann indirekte, direkte Beobachtungsmethoden. Ich habe das Programm ein bisschen geändert im Vergleich zu dem, was jetzt zu sehen ist, dass wir vormittags dies alles abdecken. Ich werde wahrscheinlich die direkten Methoden größtenteils erst am Nachmittag machen. Und dann geht es nachmittags auch um die Charakterisierung von Exoplaneten, Planetenklassen, also was sind so die verschiedenen Typen, Häufigkeiten von Planeten und ja, was wir so noch gerne machen wollten. Morgen geht es dann weiter mit Atmosphärenaufbau von Planeten, Exoplaneten. Und dann, ja, der letzte Teil ist dann die Planetenentstehung, Entwicklung von Planetensystemen und dann auch ein kurzer Ausblick. Sowohl was so in den nächsten Jahren kommen wird und dann eben ja so das langfristige Ziel, was so unter dem ja, Namen Astrobiologie fällt, Suche nach Leben auf Exoplaneten. Gut, fangen wir mal kurz mit der Motivation an. Und da ist einfach eine Grundtatsache, also wir wissen natürlich über die Vorgeschichte, gerade hinsichtlich der Astronomie, nur eingeschränkt. Wir können ziemlich sicher sein, dass unsere Vorfahren, Homo sapiens und vielleicht schon dessen Vorfahren, schon ja, sicher mehrere hunderttausend Jahre den Sternenhimmel beobachtet haben und wahrscheinlich auch wahrgenommen haben, dass es da Punkte gibt, die sich bewegen relativ zu den Sternen, also die Planeten, die man mit bloßem Auge sehen kann. Hier sind nur zwei Beispiele zu sehen, wobei interessanterweise, also dass auf der rechten Seite diese Steinzeichnung viel neuer ist, viel jünger ist als das, was auf der linken Seite zu sehen ist, die berühmte Sternscheibe von Nebra. Und was da zu sehen ist, können wir ein bisschen ableiten von dem, was wir wissen. Es ist einmal eben, ja, ich glaube, ich brauche die Scheiben nicht einzuführen, die kennt jeder. Also was wir sehen können, sind einmal hier sehr markant diese Bögen hier. Und da gab es wohl hier auch auf der linken Seite so einen anderen Bogen. Wenn man jetzt die Sternscheibe nimmt und das oben nach Norden ist, dann ist eben rechts nach Osten geneigt, links nach Westen, wenn ich von oben drauf schaue. Und dann beschreibt dieser Bogen hier Aufgang der Sonne hier zur Wintersonnenwende, hier zur Sommersonnenwende. Also man konnte so den Aufgang der Sonne damit verfolgen und genauso dann eben der Bogen im Westen, den Untergang der Sonne unten zur Wintersonnenwende, oben zur Sommersonnenwende. Also das war wirklich, man kann sagen, ein Kalender, aber auch etwas, was den Himmel untersucht hat. Was wir dann noch denken, da gibt es dieses hier, das wird häufig als Sonnenbarke bezeichnet, weil das auch schon von den alten Ägyptern ein Symbol war für die Sonne. Und das ist natürlich hier unten der Bereich, wo man die Sonne dann wirklich sehen kann, im Winter halt zwischen diesen zweiten Bögen und im Sommer dann natürlich diesen großen Verlauf. Was wir dann noch sehen, ja, ist dieser ja, Mond in einer gewissen Phase. Und dann dieser zweite Kreis, da wissen wir schon nicht genau, ist es die Sonne oder ist es der Vollmond? Die vielen anderen Punkte, wahrscheinlich sind es Sterne, ist nicht klar, könnte natürlich auch ein Planet darunter sein, aber das wissen wir nicht. Hier sieht man so, ja, sieben Sterne, das könnten die Plejaden sein, aber alles andere ist wirklich dann Interpretation, wo wir nicht genau wissen, was da vor vielen tausend Jahren schon mal, ja, wirklich bekannt war. Wenn wir dann zu schriftlichen Aufzeichnungen gehen, da wissen wir, dass schon über viele
1000 Jahre, mindestens 2000 Jahre Philosophen, Naturwissenschaftler, ja auch Mönche sich überlegt haben, ist unsere Erde einzigartig oder gibt es viele gleichartige Welten im All? Und berühmte Vertreter, die diese Ideen hatten, sind Epikur, der so ungefähr 300 vor Christus diese Idee hatte, Giordano Bruno im 16. Jahrhundert. Und wenn man das so in einem Satz zusammenfasst, war so die Idee, es existieren unendlich viele Sonnen, also unendlich viele Sterne, umkreist von einer Vielzahl an Welten. Also schon diese Idee, Sterne sind sowas wie unsere Sonne und Planeten im Sonnensystem gibt es eben auch um diese anderen Sterne. Das ist also eine Frage, die Naturwissenschaftler, Philosophen seit vielen Jahrtausenden beschäftigt. Und darüber hinaus, was uns jetzt heutzutage interessiert, ist natürlich, was können wir über unser Sonnensystem lernen? Wie ist das entstanden? Wie ist die Erde entstanden? Und wie ist das Leben entstanden? Hier ist so eins dieser schönen Bilder zu sehen, von der Internationalen Raumstation aufgenommen. Unschwer zu erkennen, dass das eine Nachtaufnahme ist über Mittelmeer, wo man Italien sehr schön sehen kann. Und was da noch sehr schön zu sehen ist, ist hier dieses dünne Band der Atmosphäre. Man sieht hier auch dieses Leuchten der Atmosphäre. Das ist so Rekombinationslinien von OH-Sauerstoff. Sieht also unsere Erde, die ganze Biosphäre der Erde, dieses sehr dünne Band unserer Atmosphäre, wo eben alles Leben, das wir bisher kennen, stattfindet. Gut, dann gehen wir mal kurz zu den Herausforderungen. Was sind die Herausforderungen, wenn wir was rausfinden wollen, Planeten um andere Sterne? Und da habe ich hier eine kleine Animation. Ja, kannst etwas erkennen? Weiß jemand, was da zu sehen ist? Ja, genau, ein Merkurdurchgang, also eine Aufnahme der Sonne. Und wenn man genau hinschaut, sieht man da so einen kleinen, Muckenschiss, hätte meine Mutter gesagt. So einen kleinen dunklen Punkt. Und das ist wirklich der Planet Merkur, der da vor der Sonne durchläuft. Und das führt, finde ich, extrem schön vor Augen, was so extreme Verhältnisse zwischen dem kleinsten terrestrischen Planeten im Sonnensystem und der Sonne von der Größe her ist. Wie viel kleiner ein Planet ist im Vergleich zur Sonne. Also das war Merkurbeobachtung im Jahr 2006. Und wenn man das so ein bisschen überlegt, was könnte man sehen, wenn man aus ein ferner Astronom versuchen würde, unser Sonnensystem zu beobachten? Und wenn wir da zum nächsten Sternsystem gehen, Alpha Centauri, was ja Doppelsternsystem ist und dann noch Proxima Centauri hat, dann ist der Abstand zwischen der Sonne und Alpha Centauri fast 300.000 Mal so groß wie der Abstand zwischen der Sonne und der Erde. Und das ist so ungefähr ein Parsec, Parallaxensekunde. Und das bedeutet eben, dass der Abstand Erde zur Sonne eine Bogensekunde am Himmel ist. Und wenn man sich das überlegt, was das in terrestrischen Dimensionen bedeutet, ist es so ähnlich wie wenn man ein Auto hat, zwei Autoscheinwerfer und die aus 300 Kilometer Entfernung versucht zu betrachten. Also so ungefähr zwischen Frankfurt und München so die Luftlinie. Das ist jetzt aber, wäre das Beispiel für einen Doppelstern, wo beide gleich hell sind. Wir wollen natürlich einen Planeten finden, der deutlich schwächer ist als ein Stern. Und da wäre das Beispiel, dass der eine Autoscheinwerfer kaputt ist und stattdessen da so ein Glühwürmchen an der Stelle sitzt von dem kaputten Autoscheinwerfer. Und wenn man das mal in Zahlen ausrechnet und sich den gesamten Spektralbereich der Sonne anschaut und von der Erde Jupiter, und man würde jetzt einfach ein Bild machen, da würde man um 2 Photonen von der Erde aufzusammeln und 20 von Jupiter müsste man 3 Milliarden Photonen von der Sonne sehen. Das heißt, wenn Sie da eine unaufgelöste Aufnahme machen, ist es eigentlich unmöglich, da das Planetensignal herauszukitzeln. Oder ist nicht sehr einfach, weil man eben dann nur 2 von 3 Milliarden Photonen wirklich von der Erde kommen. Also das ist so eine der Herausforderungen. Und was daraus folgt ist, für Exoplanetenbeobachtungen brauchen wir extrem empfindliche Instrumente und Teleskope. Und die müssen auch sehr stabil sein, weil wir natürlich Planeten, wie der Name sagt, sind Wanderer. Wir wollen die über einen gewissen Zeitrahmen beobachten. Und da muss natürlich das Instrument, das Teleskop sehr stabil sein, sehr reproduzierbar. Gut, indirekten Methoden, da gibt es im Prinzip so 3 Hauptmethoden. Das eine ist, dass man sich anschaut den Stern. Und wenn der Stern und ein Planet da ist, gibt es natürlich einen gemeinsamen Schwerpunkt. Und das heißt, nicht nur der Planet bewegt sich um den Schwerpunkt, sondern auch der Stern bewegt sich um den Schwerpunkt. Und dann nützt man das aus, dass der Stern natürlich viel heller ist und man nur diese Schwerpunktbewegung vom Stern messen muss. Und da gibt es
ja wiederum mehrere Methoden. Die bekannteste, die auch jetzt bisher sehr viele ja, Entdeckungen erzeugt hat, ist Radialgeschwindigkeiten messen, also wie der Stern, wenn der diesen gemeinsamen Schwerpunktumkreis sich auf uns zu, von uns wegbewegt, also der sogenannte Doppler-Effekt. Da werde ich dann im Folgenden auch ein bisschen mehr drauf eingehen. Dann kann man das natürlich auch astrometrisch machen, einfach verfolgen die Bahn, die der Stern am Himmel beschreibt. Ist allerdings auch nicht so einfach, wenn man da schon sehr genau messen muss. Und man kann auch Variationen von Lichtlaufzeiten unternehmen. Und das ist wiederum das Gleiche, wenn sich was auf uns zubewegt, ist es sozusagen ja ein bisschen bei uns näher dran, erreicht uns das Signal etwas früher. Und wenn es ja, sich von uns wegbewegt, dann erreicht uns das Signal später. Das ist auch, wissen der Abstand von der Sonne zur Erde ist so groß, dass das Licht von der Sonne mehrere Minuten braucht, bis die Erde erreicht. Und das heißt natürlich wiederum, wenn wir was im Weltall beobachten, wenn die Erde auf dieser Seite von ihrer Umlaufbahn ist und hier so umläuft, dann erreicht das Signal, das von Ihnen kommt, die Erde früher. Ein paar Monate später, wenn die Erde hinten ist, braucht das Signal etwas länger. Also das muss man natürlich dann auch noch rausrechnen. Aber daraus kann man eben auch was erzeugen. Und das Bild, was ich am Anfang gezeigt habe von diesem Pulsarplaneten, das ist genauso erzeugt worden, dass da ein Pulsarsignal sich eben periodisch verändert hat. Gut, Bedeckung haben wir gerade gesehen, ist natürlich nicht so einfach, wenn da so ein ganz kleiner Lichtpunkt über den großen Stern wandert. Und dann gibt es auch noch Planeten als Gravitationslinsen. Gut, schauen wir uns mal Radialgeschwindigkeit ein bisschen genauer an. Das ist jetzt nochmal das, was ich gerade schon erklärt habe. Man hat hier praktisch den Stern, hier den Planeten und der kleine Kreis zeigt, wie der Stern um den gemeinsamen Schwerpunkt läuft, der große Kreis, wie der Planet um den Schwerpunkt läuft. Das ist jetzt die Draufsicht. Da würde ich eben kein Radialgeschwindigkeitssignal sehen. Unten ist die Seitenansicht, da sehe ich das maximale Radialgeschwindigkeitssignal und natürlich auch würde ich hier einen Transit sehen. Und dann hier rechts sieht man eben so eine Radialgeschwindigkeitskurve, die natürlich dann periodisch vom ja, Negativen ins Positive geht. Und unten drunter sieht man dann das Sternspektrum, das sich dann aufgrund des Doppler-Effekts dann eben vom Blauen für negative Geschwindigkeiten ins Rote für positive Geschwindigkeiten verschiebt. Das ist also das ja, Grundprinzip. Und wenn man das ein bisschen versucht auszurechnen, habe ich hier mal den Schwerpunktsatz hingeschrieben. Das ist also einfach der Schwerpunkt, Lage vom Schwerpunkt hängt von der Masse vom Planeten relativ zur Masse vom Stern ab. Und wenn man dann den Abstand hier nimmt, den Radius für eine Kreisbahn oder die große Halbachse für eine Ellipsenbahn, ist es eben ja, der Abstand vom Stern vom Schwerpunkt zu dem Abstand vom Planeten vom Schwerpunkt. Und man kann das aber, da das natürlich, die beiden haben ja die gleiche Umlaufszeit, die holen sich ja nicht irgendwie ein. Der Planet und der Stern brauchen genau gleich lang, wie sie da umlaufen, ist es dann auch gleichzeitig das Verhältnis der Geschwindigkeiten vom Stern zum Planeten. Und da können wir es jetzt einfach mal abschätzen, wie das ist im Sonnensystem. Masse Jupiter zur Sonne ist ungefähr 1 zu 1000. Jupiter, wissen wir, ist ein bisschen mehr als 5 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Umlaufsdauer ungefähr 12 Jahre. Können wir einfach ausrechnen, Jupiter Bahngeschwindigkeit ungefähr 13 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, die Sonne bewegt sich dann eben mit einem Tausendstel dieser Geschwindigkeit. Statt 13 Kilometer pro Sekunde, 13 Meter pro Sekunde im gemeinsamen Schwerpunkt. Das ist also, was wir wirklich messen können müssten oder der Astronom auf Alpha Centauri messen müssen könnte, um Jupiter nachzuweisen. Ja, wie schaut es aus mit Schwerpunkt der Erde? Hat da jemand mal Ideen, wie das Schwerpunktgeschwindigkeit der Sonne im gemeinsamen Schwerpunkt mit der Erde? Also Wissen, Abstand, eine astronomische Einheit. Bahngeschwindigkeit der Erde, weiß jemand? 30 Kilometer. Genau, 30 Kilometer pro Sekunde. Massenverhältnis Erde zur Sonne. Ja, ist gar nicht so falsch. Also 1 zu 300.000 ungefähr. Also. Und das ist ganz gut, weil 30.000 Meter pro Sekunde durch 300.000, 0,1 Meter, 10 Zentimeter pro Sekunde. Also die Messung von 10 Zentimetern pro Sekunde. Über ein Jahr, um das nachzuweisen. Und da gibt es dann jetzt vom Doppler-Effekt nochmal sehr ähnliche Formel. Die Wellenlängenverschiebung hier Delta Lambda durch Lambda, die ist proportional V durch C.
Und C ist die Lichtgeschwindigkeit. Und das ist natürlich wieder eine sehr, sehr große Zahl, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und wenn wir das jetzt hier nur mal einsetzen für Jupiter, die Erde bewegt sich 13 Meter pro Sekunde. Das heißt, diese Wellenlängenverschiebung Delta Lambda durch Lambda, 4,3 mal 10 hoch minus 8. Wenn ich im Sichtbaren beobachte, so 550 Nanometer, ist das ja hier dieses Delta Lambda 0,00024 Nanometer. Wenn man sich überlegt, Nanometer ist dann schon fast so, je nach Atomgröße, zehnfache Atomgröße, kann man sich überlegen, wie klein das hier wirklich ist. Also, und wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, das ist jetzt hier ein sehr bekannter Spektrograph, der LOD-Spektrograph am Observatoire Haute-Provence, der auch sehr entscheidend war für die erste Exoplanetenentdeckung. Der hat so eine spektrale Auflösung, das ist dann der Kehrwert von dem, was wir da oben hingeschrieben haben, Lambda durch Delta Lambda von 42.000. Das heißt, der hat so eine spektrale Auflösung von etwa 0,013 Nanometer. Das heißt, die spektrale Auflösung Spektrographen ist etwa 500 mal grober als die Verschiebung der Wellenlänge. Also wir wollen da was messen, was eigentlich nominal viel kleiner ist als unsere Auflösung. Und was messen wir? Das ist hier nochmal gezeigt. Wenn wir jetzt uns für die Sonne interessieren, sonnenähnliche Sterne, da gibt es ja viele Linien. Berühmt sind Calciumlinien. Das hier sind jetzt die Calcium-2-Linien im nahen Infraroten, also was man nicht mehr im Visuellen sehen kann, aber mit einer CCD-Kamera noch recht gut beobachten kann. Unten die Wellenlänge hier in Angström angegeben, also praktisch ja, also 850 Nanometer, 8500 Angström. Typische Linienbreite hier 0,1 Nanometer. Das heißt, die Zentralwellenlänge, wenn ich jetzt diese Linien messen will, muss ich die besser als ein Zehntausendstel messen. Also das ist wirklich die Herausforderung, warum ich vorhin gesagt habe, das Instrument muss extrem stabil sein, extrem empfindlich, extrem reproduzierbar. Weil natürlich, wenn ich die Erde entdecken will, muss ich ein Jahr warten. Wenn ich Jupiter entdecken will, muss ich 12 Jahre warten, bis da eine Umlaufbahn zu Ende ist. Also über den Zeitrahmen darf sich da wenig verschieben. Aber es gibt da zum Glück eins, was es weniger schlimm macht. Hier sieht man Sonnenspektrum. Und das gleiche gilt für Sternspektren. Die enthalten natürlich viele Absorptionslinien. Hier kann man jetzt ein paar hundert sehen. Wenn man aber genau hinschaut, sind da wirklich Zehntausende, Hunderttausende von Linien. Und das heißt, ich muss nicht eine Linie messen, sondern ich messe viele Linien gleichzeitig. Und wenn ich zum Beispiel 10.000 Linien gleichzeitig messe, dann kann ich die Unsicherheit ich mache 10.000 Messungen, praktisch Wurzel um diese Anzahl der Messungen, Faktor 100 reduzieren. Und das ist einfach, weil, das ist einfach aus der Statistik ergibt sich das, dass da die Standardabweichung des Mittelwerts mit 1 durch der Wurzel Anzahl der Messungen abnimmt. Das heißt, wenn ich 10.000 Linien habe, reduziere die Unsicherheit um Faktor 100, dann brauche ich eben statt Messung jeder Linie ein Fünfhundertstel. Muss ich es nur ein Fünftel der spektralen Auflösung machen. Und das lässt sich durchaus machen. Also das heißt, durch diesen Trick, dass ich sehr viele Linien messe, komme ich dann wirklich dahin, dass ich diese Genauigkeit erreichen kann. Wie kam mir auf die Idee, mit Radialgeschwindigkeiten nach Planeten zu suchen? Da gibt es auch einen bekannten Astronomen, Otto Struve. Der hat schon 1952 da Ideen gehabt, wie man Planeten um andere Sterne finden kann. Und der hat es eben abgeschätzt und er hat gesagt, eben, Jupiter, 5 astronomische Einheiten, 12 Jahre dauert zu lang und das Signal ist auch recht klein. Aber wenn ich jetzt sowas wie Jupiter hätte und der einen sehr kleinen Abstand hätte, hier ein 50. astronomische Einheit, dann wäre die Umlaufszeit nur ein Tag. Und dann hat er eben abgeschätzt mit dem dritten Keplerschen Gesetz, die Geschwindigkeit, die nimmt mit 1 durch der Umlaufszeit. Also die dritte Potenz der Geschwindigkeit mit 1 durch die Umlaufszeit zu. Das heißt, da gibt es dann Bahngeschwindigkeiten durchaus so Größenordnung 200 Kilometer pro Sekunde. Und das heißt dann wiederum Massenverhältnis 1 zu 1000. Der Stern bewegt sich mit 200 Meter pro Sekunde statt 13 Meter pro Sekunde, also schon mal deutlich mehr. Und er hat dann sogar gesagt, wenn ich jetzt einen Planeten hätte mit 10 Jupitermassen, dann wären es sogar 2 Kilometer pro Sekunde. Also das heißt, ich will jetzt nicht ein Sonnensystem entdecken, aber ich will Exoplaneten entdecken, die eine andere Konfiguration haben. Ja, und obwohl diese Idee eben
schon 1952 aufgebracht wurde, hat es dann noch mal mehr als 4 Jahrzehnte gebraucht, bis die dann wirklich erfolgreich umgesetzt wurde. Und das ist natürlich diese bekannte Entdeckung von 51 Pegasi B durch Michel Mayor, Didier Queyoz, die ja 1994, 95 da dann wirklich diese Messgenauigkeit hatten mit einem Spektrographen Haute Provence, der eine Genauigkeit hatte von 13 Meter pro Sekunde, der also genau dafür entworfen wurde, sowas wie Jupiter eigentlich zu messen. Und die haben dann eben hier um 51 Pegasi gesehen, ein periodisches Radialgeschwindigkeitssignal mit einer Periode von ja, etwas mehr als 4 Tagen. Und das sich, ja, wenn man hier reinschaut, so ungefähr um plus minus 60 Meter pro Sekunde ändert. Und daraus kann man dann ableiten, also wir haben gesagt, es ist nicht stellare Aktivität, haben das auch ausgeschlossen, dass das ein Planet ist mit einer Minimalmasse von etwa 0,4 Jupitermassen, also so ja, ein bisschen mehr als Saturn, so zwischen Saturn und Jupiter, der einen sehr kleinen Abstand, hier so ein 20. astronomischen Einheit in Stern umkreist. Und das war wirklich ja eine weltbewegende Entdeckung, die wirklich auch Schlagzeilen gemacht hat und eben auch diese jahrtausendalte Frage wirklich zum ersten Mal eindeutig beantwortet hat, gibt es um andere Sterne wie unsere Sonne, das war ein anderer G-Stern, auch Planeten. Und das wurde dann ja vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren, dann auch mit dem Nobelpreis gewürdigt. Halber Nobelpreis, es war also wieder so ein geteilter Nobelpreis für ja, Forschungen, die unser Weltbild verändert haben. Und diese Hälfte eben, die ging eben an Michel Mayor, Didier Queyoz für die Entdeckung von einem Exoplaneten, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Das erklärt auch, warum dieser Pulsarplanet, der ein paar Jahre früher entdeckt wurde, oder diese Pulsarplaneten, die natürlich extrem exotisch waren, weil Pulsare sind Überbleibsel von Sternexplosionen und da ist gar nicht klar, kann da ein Planetensystem überleben, bilden die sich danach oder so. Also da war so der Bezug nicht so ganz klar zu dieser alten Frage, die wir da hatten. Aber eben hier war es dann eindeutig klar, es gibt Planeten um andere sonnenähnliche Sterne. Ja, und das Nobelkomitee, das hat dann immer so schöne Grafiken. Hier ist dann auch nochmal dargestellt, wie die Beobachtungen ablaufen, dass sich da eben aus der Blau- und Rotverschiebung des Sterns eben dann die Masse oder vorhanden sein Masse des Planeten ableiten lässt. Gut, hier ist jetzt mal ja, schön aufgetragen, wie sich die Anzahl der bekannten, bestätigten Exoplaneten ja, verändert hat seit 1995 oder vielleicht sogar, wenn man diese Pulsarplaneten hier mit reinnimmt, als Pulsar-Timing seit 1992. Und da sieht man also einen sehr schönen Anstieg. Ja, so die ersten ja, 2 Jahrzehnte bis 2014 waren wirklich Radialgeschwindigkeiten. Das sind hier diese ja, grünen Symbole, war so die erfolgreichste Beobachtungsmethode. Seitdem hat sich noch ein bisschen was geändert. Das eine zweite Beobachtungsmethode, das ist diese Bedeckung, dass die Transits dann erfolgreicher wurden. Da werde ich jetzt gleich dann drauf eingehen. Und das ist jetzt heutzutage die erfolgreichste Beobachtungsmethode aus verschiedenen Gründen. Ein Nachteil der Radialgeschwindigkeitsmethode ist, man braucht doch relativ große Teleskope. Das sind typischerweise heutzutage Teleskope der 3- bis 4-Meter Klasse. Und man braucht sehr viel Beobachtungszeit, weil man es eben nicht mit 2 Messungen machen kann, muss die Sterne auf vielen verschiedenen Zeitskalen ja, für Jahre im Prinzip beobachten, weil auch stellare Aktivität und andere Effekte da sind. Das heißt, immer noch eine sehr wichtige Methode, die auch weiterentwickelt wird, aber momentan nicht die erfolgreichste Methode. Und zu den anderen Methoden möchte ich dann noch ein bisschen was sagen. Das ja, Nette ist, dass wir in der Zwischenzeit mehr als 5500 Exoplaneten wirklich kennen. Gut, Radialgeschwindigkeitsinstrumente, ich gebe trotzdem mal eine kleine Übersicht über so 3, die gerade in Europa sehr stark benutzt werden. Es gibt einmal HAPS North und HAPS South. HAPS South ist am 3,6 Meter Teleskop La Silla Chile, ist eigentlich das ursprüngliche große Instrument, was jetzt seit über 20 Jahren läuft. Und dann gibt es ein ähnliches HAPS North, was bei, ja, seit über 10 Jahren in Betrieb ist auf La Palma. Die zusammen haben ungefähr 200 Exoplaneten entdeckt. Ein anderes Projekt ist das Carmenes-Projekt am Cala Alto. Da sind wir auch in Heidelberg beteiligt, die Landessternwarte, auch das NPA, natürlich mit spanischen Kollegen, Kollegen Göttingen und ja, einer großen europäischen Kollaboration. Das hat sich vorgenommen, sich M-Zwerge anzuschauen. M-Zwerge haben den Vorteil, dass sie natürlich viel weniger Masse haben als die Sonne. Und wenn man dann überlegen, das Massenverhältnis, vorhin haben wir nur die Masse vom Planeten geändert,
Aber wenn ich natürlich von der Sonne zum frühen M-Stern, der die halbe Sonnenmasse hat, oder später M-Stern, der ein Zehntel Sonnenmasse hat, ändert sich natürlich auch die Geschwindigkeit wiederum des M-Sterns, die wird dann höher. Das heißt, man kann da sogar bis zu ungefähr Erdmassen runtergehen. Und die haben bisher ja ungefähr 70 Exoplaneten entdeckt. Allerdings eben nicht um G-Sterne, sondern M-Sterne. Ein neues Projekt, was zurzeit entwickelt wird, das nennt sich 2ES, Second Earth Spectrograph. Und das ist im Bau. Das soll an das 2,2 Meter Teleskop der Max-Planck-Gesellschaft auf La Silla in Chile kommen. Und da sollen, Anführungszeichen, nur 30 recht inaktive, sonnenähnliche G-Sterne beobachtet werden. Allerdings mit einer Radialgeschwindigkeitsgenauigkeit von etwa 10 Zentimeter pro Sekunde. Also genau das, was wir gesagt haben, was da das Signal der Erde ist. Aber das ist zur Entwicklung und mit Corona und allem hat sich da natürlich auch der Zeitplan verschoben. Also das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, ob das in 3 oder 5 Jahren wirklich dann losgehen wird. Aber so, das ist so der Zeitrahmen. Gut, Bedeckung. Da zeige ich noch mal ein anderes Beispiel einer Bedeckung. Das ist jetzt nicht Merkur, das ist die Venus. Und das ist etwas, was vor 12 Jahren stattfand, von einem der Sonnenteleskope aufgenommen. Und ja, finde ich, zeigt sehr schön, wie wirklich jetzt so ein erdähnlicher Planet. Venus hat ja sehr vergleichbare Größe mit der Erde. Muss natürlich sagen, die Venus ist etwas näher zur Erde als die Sonne. Also von daher ist noch ein bisschen, kommen da noch ein bisschen Projektionseffekte rein. Aber im Prinzip kann man sagen, das ist, wie so ein erdähnlicher Planet im Vergleich zur Sonne aussieht. Was man auch schön sieht, dass die Sonne natürlich keine gleich hell leuchtende Kugel ist, was man auch da drüben sehr schön in den Modellen sieht, sondern dass es da sehr viele Strukturen gibt. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das, gerade wenn man so einen aktiven sonnenähnlichen Stern hat, helle und dunkle Regionen gibt, natürlich die Sonnenflecken, aber auch dann sehr aktive Regionen. Und je nachdem, was der Planet zum jeweiligen Zeitpunkt abdeckt, dass das dann auch noch modelliert wird. Das macht natürlich auch noch eine Schwierigkeit. Eine andere Schwierigkeit ist, ich denke, viele haben wahrscheinlich versucht, da vor 12 Jahren Venus-Durchgang zu sehen, weil das natürlich auch ein sehr seltenes Ereignis ist. Wir haben das damals von Heidelberg oder da vom Kohlhof da oben auch probiert. Leider war es eben sehr viele Wolken am Horizont. Das heißt, wir konnten es dann nur im Internet sehen, aber wir hatten es da alle früh getroffen und da eigentlich geschaut in die Richtung. Aber ja, ein Grund ist, es passiert sehr selten, im Prinzip nur zweimal so ungefähr pro Jahrhundert. Und der Grund dafür ist, Venus und Erdbahn sind gegeneinander geneigt. Und wir sehen natürlich diesen Durchgang nur, wenn zufälligerweise der Durchgang passiert, wenn alle da in der gleichen Ebene sind. Das ist wieder diese Frage, die wir vorhin hatten. Und die Neigung, können Sie sagen, ist eigentlich recht gering. Der Unterschied 3,4 Grad ist nicht viel, aber es reicht dafür aus, dass wirklich dann nur zweimal im Jahrhundert, anstatt von mehr als 100 Mal im Jahrhundert, wenn das wirklich genau aligned wäre. Gut, Otto Struve hat in diesem sehr interessanten Artikel, wo er auch das mit der Radialgeschwindigkeit vorschlug, das ist wirklich ein Artikel, der ist kürzer als 2 Seiten, hat er eben auch noch diese zweite Idee vorgeschlagen, dass man eben natürlich auch nach Verdunklungen der Sterne suchen kann. Und er hat da gesagt, wenn der Planet so groß ist, dass er ein Fünfzigstel des Sterns abdeckt, dann ändert sich die Sternhelligkeit um ja, ungefähr 0,02 Magnituden, 2%. Und wenn ich das messen kann, dann kann ich das genauso sehen. Und hier unten ist das dann auch nochmal gezeigt, also so ein Stern, wo ein Planet vorbeiläuft, dann sieht man eben die Helligkeit, die dann abfällt. Wie gesagt, wiederum, es muss fast genau von der Seite sein, damit wir sehen können. Also Struve hatte da schon eine gewisse Weitsicht, das wirklich da ja, vor mehr als einem halben Jahrhundert vorherzusagen. Ja, Vergleich Jupiter zur Sonne weiß im Prinzip jeder, aber sollte man noch mal vielleicht uns vor Augen führen, wie viel mal größer ist die Sonne im Durchmesser als Jupiter? 10, genau. Also 10 ist der Durchmesser, 100 Mal ist die Fläche dann, die abgedeckt wird. Also praktisch 10 Mal und das 100 Mal die Fläche heißt natürlich dann Verdunklung um 1%, also noch mal ein bisschen weniger als was Struve da abgesetzt hat. Und die Erde natürlich dann, die ist noch mal Faktor 10 ungefähr kleiner als Jupiter. Das heißt Verdunklung um 0,01%. Oder das ist dann ja schon im Bereich ja, 0,1 Millimagnitude. Also es wird dann schon sehr, sehr klein, muss sehr, sehr genau messen.
Lichtkurven, das ist ja, was praktisch hier Sonneberg seit jetzt bald 100 Jahren macht. Helligkeitsveränderungen von Sternen. Pionierarbeiten wurden von Kuhn Hoffmeister gemacht. Ich habe jetzt hier so eine seiner späteren Arbeiten herausgegriffen und nur mal eine Seite, eine Abbildung, weil hier sehr schön zu sehen ist für einen veränderlichen Stern, ein W Ursa Majoris veränderlicher, weil da mal wirklich eine Lichtkurve mit den einzelnen Messungen eingetragen ist. Man sieht also jeden Punkt hier und sieht da ein bisschen die Streuung dieser Messwerte. Und wenn man das sich so grob anschaut, ist so die Streuung ja plus minus 0,05 Magnituden. Also eigentlich sehr gut, aber eben um so Transits von Exoplaneten zum Beispiel zu sehen, nicht gut genug. Und man kann jetzt natürlich hier über mehrere Messpunkte mitteln und kann da noch ein bisschen was Besseres kriegen. Aber das zeigt mal so, wenn man so, was da durchaus so 1950er Jahren üblich war, gemacht hat, hat man eigentlich noch nicht diese Genauigkeit erreichen können. Und die Herausforderung ist wirklich die Stabilität der Messung durch unsere Erdatmosphäre durch. Wenn man sowas wie Fotoplatten verwendet, natürlich auch, dass sie stark nicht linear sind. Und dann ja, Temperaturschwankungen, jahreszeitliche Schwankungen, alles Mögliche, was da Probleme sind. Was sind weitere Herausforderungen? Ich will mal ein paar hier dann gleich zeigen. Die erfolgreiche Umsetzung von Struve, weil das eben so schwierig war, die fand erst 1999 statt. Und die fand jetzt auch nicht blind. Das ist nämlich eins der Probleme. Welchen Stern schaue ich an? Wie lange dauert der Transit im Vergleich zur Umlaufzeit? Und haben gesehen, so ein Transit von der Erde ist eben im Bereich Stunden, aber Umlaufzeit ist halt im Bereich im Jahr. Das heißt, ich müsste ein Jahr schauen, um plötzlich nicht zu verpassen, dass im Zeitrahmen von Stunden was passiert. Und dann ist vielleicht Tag, Nacht oder ich kann, weil Sommer, Winter ist, der Stern ist gar nicht am Nachthimmel zu sehen, kann es vielleicht gar nicht beobachten. Also da gibt es viele verschiedene Probleme. Transit-Idee 1999 waren dann die ersten Astronomen erfolgreich. Allerdings hatten die Hilfe. Es war ein Stern, wo schon durch Radialgeschwindigkeiten bekannt war, dass da ein Planet ist. Also sie wussten, welchen Stern sie anschauen müssen. Gleichzeitig weiß ich aus der Radialgeschwindigkeit, wann ist die Geschwindigkeit null? Und dann läuft der Planet ja entweder hinter oder vor dem Stern vorbei. Das heißt, die haben sich also nur Sterne mit Radialgeschwindigkeiten rausgesucht, wo der Planet relativ massereich war und wo dann die Geschwindigkeit irgendwann zwischendrin null war und dann eben beobachtet. Und da gab es zwei Gruppen von Astronomen. Die Artikel habe ich hier mal als Referenz hin und dann zu sehen sind hier jetzt mal die Lichtkurven von einem. Und da sieht man, die hatten natürlich jetzt moderne Beobachtungsmethoden, photometrische Methoden, nicht mehr Fotoplatten. Da kriegt man natürlich einmal höhere Quanteneffizienz und auch wirklich eher lineare Daten. Trotzdem gibt es da noch eine Streuung, aber wenn man sich dann viele Daten anschaut, sieht man diese Lichtkurven hier auf der linken Seite. Zwei Beobachtungen, die sie da im September gemacht haben, 1999, und dann auf der rechten Seite so ein gemitteltes Beobachtungen. Da ist dann auch durchgezogene Linie so eine Lichtkurve angepasst. Und was man da sieht, die ist nicht so wie vorhin das Modell, das so gerade war, sondern die ist hier so gebogen. Weiß jemand, warum das hier so gebogen ist? Genau, die Mitte-Randverdunklung der Sonne. Dass praktisch Sterne, wir schauen da Sternatmosphären rein, gewisse Tiefe. Wenn wir senkrecht durchschauen, können wir tiefer reinschauen. Am Rand schauen wir mehr so tangential rein. Und da sehen wir einfach da nicht so tief, nicht so heiße Schichten. Das eine war mit der Randvariation. Hier sieht man auch nochmal sehr schön so einen Sonnenfleck, der natürlich dann, wenn es zum Beispiel so ein Planet über den Sonnenfleck läuft, da plötzlich auch noch ein Effekt ist, während wenn er bei ja, mehr am Äquator vorbeiläuft, diesen Sonnenfleck nicht kreuzen würde. Das macht es also ja schon mal schwieriger. Aber diese Modelle, die nehmen dann eben an, wie die Mitte-Rand-Variation verläuft. Und deshalb zeigen diese Modelle dann eben so eine Kurve. Herausforderungen, die Stabilität, wie tief ist der Transit, ja, Sternaktivität haben wir ein bisschen gesehen beim Venustransit, Dauer des Transits, wann passiert er, wie lange, wie oft. Heutzutage sagen wir auch, wir wollen zumindest so einen Transit dreimal sehen, dass wir das wirklich glauben, weil wenn der Stern mal irgendwie kurzfristig abnimmt, vielleicht war das wirklich nur so ein Sonnenfleck oder irgendwas anderes, dann Beobachtungszyklus ist ein Problem, sowohl vom Erdboden aus, aber auch vom Weltall. Weil natürlich auch Teleskope nicht in Richtung der Sonne schauen können oder wenn die eben niedrigen Erdumlaufbahnen sind, dann teilweise auch die Erde im Weg steht. Und dann haben wir natürlich das Problem, je weiter draußen
ein Planet ist, desto genauer müssen wir das Planetensystem von der Seite sehen, dass noch ein Transit stattfinden kann. Ja, wie lange dauert ein Erdtransit, haben wir auch schon abgeschätzt. Eben, ja, 30 Kilometer pro Sekunde Erdbahngeschwindigkeit, Durchmesser der Sonne, so 1,4 Millionen Kilometer. Dann dauert so ein Erdtransit einen halben Tag, aber eben findet nur einmal im Jahr statt. Das heißt, da müsste jemand ohne Vorkenntnisse ein Jahr lang ununterbrochen die Sonne anschauen oder 3 Jahre, um da drei Transits zu sehen. Und das Problem ist, welche Sterne soll man beobachten, wann, wo? Eine Antwort darauf ist idealerweise viele Sterne, die man ununterbrochen beobachtet. Das geht natürlich nur, wenn man zum Beispiel ein Netzwerk hat, das die Erde umspannt. Und ja, meine letzte Folie zu dem Thema ist, ja, was gibt es da an Netzwerken? Und da habe ich auch wieder nur ein paar herausgegriffen. So die bekanntesten Transit-Netzwerke, Teleskope. Es fing an, ja, im Wesentlichen mit WASP, Super WASP. Ja, ich habe hier, was es bedeutet, geschrieben. Die haben Teleskope auf La Palma, Südafrika. Im Prinzip so ein Canon 200 mm F1,8 Objektiv, 8 Stück davon in einer Montierung, die natürlich nicht das gleiche Feld, sondern leicht unterschiedliche Felder am Himmel anschauen. Läuft auch jetzt schon seit, ich glaube, ja, 15, 20 Jahren. Die haben bisher 120 Exoplaneten damit gesehen. Das zeigt auch, man braucht keine großen Teleskope, man braucht auch keine große Auflösung, man muss nur sehr viele Objekte anschauen. Idealerweise natürlich an einem Beobachtungsplatz, wo man 200, 300 Nächte im Jahr beobachten kann, was uns hier in Mitteleuropa wieder ein bisschen benachteiligt. Ein anderes sehr erfolgreiches Projekt, das HetNet, HetSAUS, es fing an in Ungarn, deshalb eben Hungarian Automatic Telescope, hat seit jetzt auch 2 Jahrzehnten sowohl auf der Nordhalbkugel als auch auf der Südhalbkugel Teleskope. Das südliche Teleskop umspannt wirklich den ganzen Globus, also Australien, Afrika, Chile, Südamerika. Und die erreichen also ja, 1, 2 Millimagnituden, also durchaus das, wo man eben sehr schön Jupiter-ähnliche Planeten, auch noch kleinere, bisschen kleiner beobachten, nachweisen kann. Und die haben auch einfach so Standard-Takahashi, astronomische Astrographen genommen, hier 180 mm Öffnung. Also wie gesagt, wiederum nicht unbedingt extrem groß, also was durchaus im Bereich von Amateurastronomen ist, aber eben mehrere. Und da ist dann mehr die Herausforderung, die Datenauswertung, weil man eben natürlich viele ja, Gigabyte, Terabyte von Daten kriegt. Was bald kommen wird, momentan Start geplant Ende 2026, ist Plato, neues großes Weltraumteleskop der ESA. Im Prinzip auf diesem Super-WASP-Prinzip aufbauend, mit ja, insgesamt 26 Kameras, alle 12 cm Öffnung. Die werden ungefähr 250.000 Sterne anschauen über einen längeren Zeitraum. Und da ist auch ja Deutschland stark beteiligt, DLR in Berlin. Ich glaube, da waren auch hier wahrscheinlich schon Vorträge dazu. Also das wird so das nächste große Projekt sein, wo wir da was erfahren werden. Gut, jetzt sind wir schon recht weit im Programm. Die nächsten Punkte werde ich jetzt nur mal ganz kurz zeigen. Also Astrometrie. Das Schöne ist, man schaut sich den hellen Stern an, schaut sich die Sternbewegung an. Das Problem ist da auf der mittleren Folie hier gezeichnet. Sterne haben eben nicht nur Bewegungen um den eigenen Schwerpunkt. Das ist so eine Grafik von ESA. Zeigt erstmal, dass sich alle Sterne am Himmel bewegen. Das heißt, man hat erst keinen absoluten Punkt. Sterne haben eine Eigenbewegung. Nahe Sterne haben auch noch eine Parallaxe, weil eben die Erde um die Sonne kreist. Das heißt, unser Sichtwinkel ändert sich leicht. Das heißt, Eigenbewegung macht so eine Gerade, aber die Parallaxe bewirkt dann überlagert, dass man da so eine Epizyklenbahn gibt. Und wenn ich jetzt noch die Schwerpunktbewegung sehen will, die deutlich kleiner ist, muss ich eben erstmal diese beiden Bewegungen sehr genau bestimmen, also die Entfernung sehr genau und die Eigenbewegung vom Stern und dann eben noch diesen kleinen zusätzlichen Effekt. Und da muss ich eben sehr lange messen und sehr viel machen. Das geht im Prinzip in der Genauigkeit, die wir brauchen, nur vom Weltall aus. Wird aber eben zurzeit gemacht mit dem Gaia-Satelliten. Vom Boden aus ist es schwierig. Und was wir gesagt haben, astrometrisches Signal, Schwerpunktabstand wird mit größerem Abstand größer. Das heißt, man tut da bevorzugt massereiche Planeten auf relativ großen Bahnhalbachsen beobachten, was ein Vorteil hat, ist, aber auch bedeutet, man muss wieder ein bisschen länger warten. Gaia, da wird es Ende oder Anfang 2026 den nächsten sogenannten Data Release geben.
Gaia beobachtet ja noch, aber wird innerhalb des nächsten halben, dreiviertel Jahres wird der Treibstoff ausgehen und die Beobachtung zu Ende gehen. Der Data Release 4 hat dann, glaube ich, die Daten der ersten 5 Jahre mit den einzelnen Epochen auch. Und da wird erwartet, dass mehr als 5000 Exo-Jupiter drin sind. Andere Abschätzungen sagen 10.000, 20.000. Das müssen wir dann sehen. Aber was ich so von bisher den Gaia-ESA-Astronomen höre, sind es auf jeden Fall viele tausend Exoplaneten, die dann mit der Astrometrie gefunden wurden und die dann unseren Horizont nochmal erweitern. Gravitationslinsen auch nur ganz kurz, also da gab es sicher auch schon zig Vorträge, geht im Prinzip auf Einsteins allgemeine Relativitätstheorie zurück, dass eben Massen den Raum verbiegen und wenn der Raum verbogen wird, wird eben das Licht abgelenkt. Das heißt, wenn ich hier einen Stern habe, habe hier eine Masse, habe hier den Beobachter, dann erreicht uns das Licht, das jetzt in die Richtung gehen würde. Das wird dann abgelenkt und wird zu uns hin fokussiert. Wir sehen das Objekt scheinbar hier. Aber dann natürlich dann, weil das auch wie eine Linse wirkt, wenn wir im richtigen Abstand sind und hier am richtigen Punkt, wird auch noch das Signal verstärkt. Und wenn das eben so ein einfaches punktsymmetrisches Signal ist, dann gibt es eben so eine sehr schöne Helligkeitsverteilung. Die ist hier auf der Grafik links zu sehen, so eine schöne Kurve. Weil sich ja alles bewegt, bewegt sich diese Linse natürlich auch entlang der Sichtlinie hier vom Beobachter zu dem Stern, dessen Licht verstärkt wird, da vorbei und die Helligkeit nimmt zu und dann wieder ab. Wenn aber diese Linse auch noch einen Planeten hat, dann verändert er natürlich das Gravitationspotenzial und es gibt hier so einen kleinen Blimp, wo das so ein bisschen heller wird und damit kann man eben dann auf Exoplaneten schießen. Es wurden bisher schon mehr als 200, also fast 300 Exoplaneten damit gefunden. Ableiten kann man daraus die Planetenmasse, weil eben Gravitationslinseneffekt ist eben ein Masseneffekt und auch den projizierten Abstand. Das ist schön, weil das uns ja auch ohne Vorauswahl, wir können ja die Linsen nicht auswählen, sozusagen eine blinde Stichprobe gibt von Sternen, die Planeten haben. Gut, das war jetzt alles, was ich jetzt sagen wollte. Wie gesagt, dann heute Nachmittag werde ich dann noch über den direkten Nachweis ein bisschen was erzählen. Danke.